Ihr hört Radio Leineherz 106.5 und bitte on air. Es moderieren für euch Karim Waldorf-Leifheit und Motte Jansen und zu Gast ist Ivan Moosmann. Wir geben euch einen Ausblick, was euch in der Saison 2016 beim Unbitte Filmpreis erwartet. Wir sprechen über den Unbitte Filmpreis, der am 13. Mai seine neue Saison einleitet. Außerdem fordern wir euch auf unserer Unbitte Facebook-Seite interaktiv mit uns im Studio zu chatten. Seid also dabei. Wir stellen euch das Unbitte-Team vor. Und die Motivation hinter dem Team. Warum machen wir das? Falls wir dann noch Zeit haben, werden wir über Filme, Kurzfilme aus Hannover, über unsere Lieblingsfilme und alle viele schöne andere Dinge sprechen. Vor allem hört ihr aber auch jede Menge Filmmusik. Und damit können wir jetzt gleich weitermachen. Mitgebracht habe ich euch... Du musst nur ins Mikro sprechen, das ist alles, was ich sagen wollte. Von Cassius, Tup Tup ist ein... Ihr hört Radio Leineherz 106.5. Das war Jungle Boogie von Kool & The Gang aus einem meiner ja absoluten Lieblingsfilme, beziehungsweise hat dieser Film mich auch mal zum Film überhaupt gebracht, mich für Film zu interessieren. Und über den Film glaube ich heute nicht viel sagen. Den kennt eigentlich jeder, wer ihn nicht gesehen hat, der sollte ihn mal sehen. Das ist absolute Filmgeschichte. Der hat damals ja das Machen von Filmen revolutioniert eigentlich. Und Das ist ein guter Punkt, wo wir beim Filmemachen sind. Motte, vielleicht erzählst du unseren Zuhörern mal, was es überhaupt mit dem Unbitte Filmpreis auf sich hat, ob der schon immer Open Air überdacht war oder einfach mal, wie es auch dazu gekommen ist. Wie bist du dazu gekommen? Ja, der Unbitte Filmpreis war ganz am Anfang das Unbitte Kurzfilmforum. Das habe ich damals mit Dietmar Wollny, der eigentlich fachfremd war sozusagen, im Studium. Ich habe damals Bildende Kunstrichtung Film studiert und wir hatten jede Menge Filme, die wir immer nur in unserem kleinen Studio, in unserem kleinen Kino da auf dem Expo-Gelände zeigen konnten. Und wir haben gemerkt, ja eigentlich... Klar, sehen das einige und das sehen auch genug Leute, aber es wäre doch mal schön, die Filme in die Stadt zu tragen, weil die Stadt kommt ja nicht aufs Expo-Gelände, aber die Filme können ja locker in die Stadt kommen. Also den Filmemachern einfach auch mal eine große Bühne bieten, ihre Werke zu zeigen, eine Leinwand, ein Kino zum Beispiel. Ja, aber dazu komme ich erst noch. Ich wollte die Geschichte so ein bisschen länger erzählen, weil ich es eigentlich ganz schön finde, weil wir damals als ganz kleine Geschichte im Spandau angefangen haben, im Keller, und haben da auf einer Leinwand gezeigt, die eigentlich fürs Fußballgucken da mal aufgehängt wurde, beziehungsweise eingebaut wurde, und unsere Filme von einer kleinen DV-Kassette da präsentiert, und ich weiß noch, als das erste Mal dort stand und so kleine Karteikarten in der Hand hatte, auf denen dann meine Moderation notiert war, und zitternd diese Karteikarten abgelesen habe, weil ich es absolut nicht gewohnt war, vor Menschen zu sprechen, habe aber damals schon gedacht, okay, du bist Regisseur, willst Regisseur werden, du musst Menschen leiten und du musst auch von einer großen Menge von Menschen sprechen, das ist doch die perfekte Übung. Und letztlich sind wir damals dann, ich weiß noch, durch Miki Nedimovic, der hat damals uns sozusagen ins Cinemax geholt, indem er dort dem Chef vom Unbitte erzählt hat, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ey, kommt hier ins Cinemax, macht das bei uns, wir haben da ganze Säle gefüllt sozusagen und sind dann immer weiter gewechselt und dann gab es auch mal eine Pause zwischendurch und letztlich waren wir dann zwischendurch im Apollo-Kino und waren im Kino am Raschplatz jetzt die letzte Zeit ganz relativ lange sogar, haben da viel Spaß gehabt und jetzt ist einfach mal ein neuer Schritt, wo wir einfach mal was Neues ausprobieren wollen und gehen und bitte Open Air, überdacht haben wir das genannt. Und ich finde das eigentlich auch ganz schön, weil das sozusagen, es ist ein Dach darüber. Wir haben die Chance, nicht vom Regen abhängig zu sein. Und fanden das Wortspiel ganz schön, überdacht, weil es ist ja auch ein bisschen überdacht, weil wir sind nicht mehr im Kino, sondern wir haben das Ganze überdacht und haben ein überdachtes Open Air. Also, verstehst du, ne? Durchaus sind wir dabei. Für unsere Zuhörer vielleicht nochmal zum besseren Verständnis, dass du es ein bisschen einordnest über die Jahre und auch in was für Sprüngen sich da vielleicht auch Unbitte entwickelt hat. Du sprachst gerade davon im Spandau, das war relativ klein, vielleicht auch teilweise improvisiert. Das Cinemax am Raschplatz bietet ja schon eine ganz andere Größe, eine ganz andere Qualität für den Zuschauer, für den Betrachter. Wie würdest du sagen, hat sich Unbitte dahingehend entwickelt und was ist jetzt das Neue und Spezielle daran dieses Jahr?
Also das Spezielle jetzt ist natürlich das Open Air, aber wenn man im Prinzip jetzt da darüber nachdenkt, wie sich das über die Jahre entwickelt hat, dann ist es, ja klar, wir waren da im Keller, haben da, ich weiß noch, dass ich teilweise, wenn also Wolny stand hinten, hat auf Start gedrückt bei einer DV-Kamera und wir haben es dann über diesen PAL-Beamer abgespielt und sind dann, das haben wir 3 Jahre lang mehr oder weniger so gemacht, also das lief auch wunderbar, wir waren halt, am Anfang waren wir irgendwie, ich weiß noch, das erste Mal waren wir glaube ich so 10, 15 Gäste und irgendwann passten halt dann die 60 Leute nicht mehr da unten ins Spandau rein und wir waren total glücklich, dass wir dann also wechseln konnten und im Cinemax haben wir dann 300 Leute zu Gast gehabt und haben dann aber auch das Ganze ein bisschen umgestrickt. Das war dann ja kein Kurzfilmforum mehr, sondern es wurde zu einem Filmpreis damals schon und haben dann auch Filme von außerhalb, ich war selber dann mit meinen Filmen auf Festivals, hab dann eben auch außerhalb andere schöne Filme gesehen und dann haben wir halt immer auch Filme von außerhalb eingeladen. Es waren immer, ich weiß nicht, ob es damals als 3 oder 2 waren Filme aus Hannover und eben ein Film von außerhalb. Und wir haben damals schon das Ganze zu einem Publikumspreis gemacht, weil ich als Filmemacher es immer nicht schade fand, dass das Publikum nicht abstimmen darf. Es gibt zwar Festivals, wo es eben auch einen Publikumspreis gibt, aber ansonsten ist das halt eine Fachjury, die halt sehr fachsimpelt und es ist halt ein großer Unterschied, ob Leute Filme gucken, die zum Filmegucken dort kommen oder ob Filmemacher Filme gucken, die eben Filme aus einer ganz anderen professionellen Sichtweise sehen oder aus einer anderen intellektuellen Sichtweise, weil sie aus der Filmkritik kommen oder so, weil letztlich sind ja Filme fürs Publikum gemacht und nicht für Filmkritiker. Also, und ich schätze Filmkritiker, ich finde das wichtig, dass es die gibt, weil irgendwer muss die ja Filme ja auch irgendwie bewerten, damit man überlegt, welchen Film man sich anguckt. Aber gerade bei Kurzfilmen finde ich auch, dass wenn da das Publikum entscheidet, finde ich das persönlich am fairsten, ehrlich gesagt. Da hat der Und Bitte Filmpreis vielleicht auch so ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen, nämlich, dass man das Publikum mit einbezieht. An der Stelle sei nochmal gesagt, auch ihr als unsere Zuhörer seid heute Abend aufgefordert, euch zu beteiligen. Ihr könnt auf unserem Post, an unserer Facebook-Pinnwand, auf der Und Bitte Seite, könnt ihr euch beteiligen, könnt uns eine Studio-Message schicken oder auch einfach nur so einen Gruß da lassen. Wenn ein nettes verlesen wir den auch gerne. Einmal noch zurück. Wenn er nicht nett ist, dann werden wir gar nicht sein. Ja, genau, so ungefähr. Ich möchte nochmal zurückkommen. Wieso Und Bitte? Also was ist der Grund, dass der Name Und Bitte ist? Wie ist es dazu gekommen? Und Bitte. Und Bitte ist ja der Ausruf, den man tätigt, wenn die Kamera läuft. Also die meisten kennen das als Action aus den amerikanischen Filmen, aber in Deutschland sagt man halt ganz höflich Und Bitte oder schreit ganz unhöflich, Und Bitte! Aber im Endeffekt ist es halt Und Bitte. Das ist der Ausspruch. Und wir haben ernsthaft damals, ich weiß noch, mit Wolny habe ich damals sehr lange, mit Dietmar Wolny, mit dem ich das gegründet habe damals, haben wir lange überlegt, wie wir das nennen und dann irgendwann waren wir bei Und Bitte. Und dann habe ich mir auch angewöhnt, bei der Moderation immer die Filme natürlich anzukündigen, wenn sie dann losgingen, also wenn man dann alle drüber gesprochen hatte, dem Filmvorführer zu sagen Und Bitte. Und so hat sich das dann über die Jahre getragen und ich finde es eigentlich auch wirklich passender kann man es eigentlich nicht machen. Ich meine, die Filmfeste haben echt teilweise ganz kuriose Namen, aber das trifft es ja hier ganz gut. Es gibt, glaube ich, auch keins, das einen ähnlichen Namen, also das in die Richtung geht. Von daher passt es doch. Das wäre ja auch wieder ein Punkt in Bezug auf ein Alleinstellungsmerkmal. Wie eben schon angesprochen, ist der Und Bitte Filmpreis ja ein reiner Publikumspreis. Das heißt, die Filme stehen im Wettbewerb. War das von Anfang an deine Intention, nicht nur den Filmemacher, sondern auch den geneigten Zuschauer, ob jetzt fachspezifisch oder nicht, damit einzubeziehen? Oder war das eher ein Prozess, der sich entwickelt hat? Nee, das war von Anfang an klar, dass das Publikum entscheiden soll. Erstens hatten wir damals gar keine guten Connections, um eine vernünftige Jury auf die Beine zu stellen. Das wäre aber gar nicht der Grund gewesen, sondern ich finde, wie gesagt, also das Publikum, Filme sind fürs Publikum gemacht und das ist mir persönlich wichtig. Ich würde aber gerne nochmal, apropos wie Und Bitte so funktioniert, darauf eingehen, weil Und Bitte ja eigentlich anders ist als andere Filmpreise, weil wir laufen sozusagen mit einer mit einem Vorentscheid, der 5, jetzt in diesem Jahr sind es zum Beispiel 5 Vorentscheide, wo wir 5 Veranstaltungen machen mit insgesamt 4 Filmen und einem Extra, das auch ein Film sein kann, aber eben auch ein Filmprojekt, was aus Hannover oder aus der Umgebung kommt. Und dort entscheidet dann das Publikum erstmal den Filmpreis des Monats. Und am Ende der Saison haben wir dann 5 Filme, die den Monatspreis gewonnen haben, die dann im großen Finale nochmal gegeneinander antreten. Da haben wir auch lange überlegt, macht das Sinn, weil
weil die Leute kennen ja die Filme schon und waren beim ersten Mal, als wir das erste Mal gemacht haben, auch ein bisschen ja, besorgt, könnte man sagen, ob denn auch genug Interesse dafür da ist. Haben dann aber festgestellt, dass die Veranstaltung einfach aus allen Nähten bricht und dass die Leute die Filme, die sie natürlich gut fanden, gerne nochmal gucken, denn es sind ja nur Kurzfilme in Anführungsstrichen, die sind ja so kurz, dass man sie im Zweifel gerne nochmal sieht und dann aber eben auch andere Veranstaltungen verpasst haben und dementsprechend, es kommen ja nicht zu jeder Veranstaltung dieselben Leute, sondern es, na gut, es gibt so einen Kreis von, ich würde sagen, so 10, 15 Leuten, die ich wirklich jedes Mal da sehe, aber die restlichen bis zu 400 Leute sind dann immer andere und das ist sehr schön, das zu sehen, dass dann einfach auch immer ein neues Publikum kommt. Weil ich ja als Worte die Motivation ja auch etwas höher ist, weil ich dann ja die Gelegenheit habe, beim Jahresabschluss-Event quasi meinen Favoriten, den ich vielleicht schon mal aufs Siegertreppchen gehievt habe, ihm da dann auch zum Jahressieg einfach zu verhelfen und dann auch eben für ihn den Jahrespreis mit sichern kann durch meine Zuschauerstimme. Ja, genau so. Finde ich gut. Guter Einwand. Und ich muss jetzt auch nochmal erwähnen, weil das hört sich jetzt so an, als ob du hier der Interviewende bist und ich nur der Antworter, weil du bist ja auch ein Teil des und bitte Teams. Und dazu kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, aber jetzt machen wir erstmal Musik. Und der nächste Song, den hast du mitgebracht. Den habe ich mitgebracht, den nächsten Song. Wir hätten jetzt Don't Rain on My Parade, das Original aus dem Film American Beauty, jetzt hier für euch auf Leineherz 106.5. Ihr hört Radio Leineherz 106.5. Linke Schulter, Mogli. Nein, etwas tiefer. Da ist richtig. So, das waren der Bär Balu und Mogli, das Dschungelkind, mit ihrem allseits bekannten und beliebten Hit Probier's mal mit Gemütlichkeit. Eine ja, Hommage nicht, aber eine Verbeugung an den frühen Zeichentrickfilm Das Dschungelbuch von Disney gibt's jetzt ja auch in der Neuauflage im Kino und wir sind heute ja auch hier, um ein bisschen über Filme zu sprechen, nicht nur über unseren Filmpreis. Hast du den schon gesehen, den neuen? Jetzt Das Dschungelbuch, ja. Ja, und? Ja, ist also eine komplett andere Darstellung. Wer so noch das Dschungelbuch vielleicht vor Augen hat, diese niedlich von Disney herzlich gezeichnete Welt, wo es um Freundschaft, Treue und Zusammenhalt ging, wird da komplett umgekehrt. Es ist sehr düster, es geht dabei weniger... Jetzt nicht zu sehr spoilern. Ja, kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Das ist kein Spoiler, aber es ist halt... die meisten wissen auch, wie es ausgeht, glaube ich. Ne? Oder, also, oder weiß man... Willst du jetzt spoilern? Ah ja, da war ja was. Okay, lass mir das. Nein, aber es ist wirklich genau das Gegenteil von der Zeichentrickverfassung. Und deswegen dachten wir uns heute Abend auf den Sonntag vielleicht nochmal eine kleine Runde Gemütlichkeit. Ja, vorher habt ihr Across 110th Street von Bobby Womack gehört. Das ist aus dem Film Jackie Brown. Jetzt sind wir wieder bei Tarantino, wie auch der erste Song, den ich mir gewünscht habe, beziehungsweise den ich hier mitgebracht habe. Ja, ich bin ein großer Tarantino-Fan, muss ich sagen, weil er hat mich dazu gebracht, mal überhaupt mit Filmen anzufangen. Von daher fand ich das jetzt passend, so in der ersten Sendung, die wir hier machen, einfach mal ein bisschen Tarantino-Musik raushauen. Und die ist ja auch wirklich gut, da kann man ja nichts gegen sagen. Also das ist, wenn irgendwas an Filmmusik immer wieder läuft, dann ist es Tarantino. Ja, ich probiere jetzt mal elegant den Bogen zu schlagen und zwar meintest du gerade, du bist ein großer Fan von Tarantino. Angenommen, ich bin ein großer Fan vom Und Bitte Filmpreis oder möchte einer werden, stelle ich mir doch die Frage, was erwartet mich am Freitag, den 13.05. und ist das eventuell sogar ein schlechtes Omen? Ja, natürlich. Da sollte man seinen Film nicht einreichen am Freitag, den 13., weil das kann ja nichts werden. Nee, wir haben ehrlich gesagt dann irgendwann festgestellt, dass das ja Freitag der 13. ist. Ich weiß gar nicht, ob Caro damit kam. Auf jeden Fall sind wir jetzt dann programmatisch auch darauf eingegangen und haben im Wettbewerb auf jeden Fall einen Horrorfilm, der aber jetzt nicht so unglaublich unheimlich ist, aber der schon seine Schreckmomente hat, der wirklich funktioniert. Ich war sehr glücklich, dass der auch eingereicht war. Und jugendfrei auch. Und jugendfrei, naja, jugendfrei sind wir eh nicht. Wir sind ab 18. Das ist das Ding. Wir sind deshalb nicht jugendfrei, weil die Filme, die bei uns laufen, keine FSK haben. FSK ist ja die freiwillige Selbstkontrolle, die uns sozusagen erzählt, ob wir den Film im Kino sehen dürfen, wenn wir denn unter 18 sind. Und das geht bei uns nicht, weil die Filme halt gar keine FSK-Prüfung zu, ich sag mal, zu 80% haben die das einfach nicht, weil es nicht nötig ist bei Kurzfilmen. Und dementsprechend ist bei uns eh alles ab 18, selbst wenn es ein kleiner, niedlicher Kinderfilm ist. Der ist erstmal grundsätzlich ab 18, weil er eben nicht durch die Prüfung gegangen ist. Ne? Also ist das Einzige, wo man sich auf Gänsehaut-Feeling dann am Freitag einstellen kann, wären dann die Filme, die dann auch im Wettbewerb mitlaufen.
Die Frage habe ich jetzt ein bisschen missverstanden, ich weiß gar nicht. Nein, da wird natürlich jede Menge Gänsehaut-Feeling sein und unter anderem eben auch ein Horrorfilm, der uns das Schrecken lehrt. Nein, so schlimm wird er nicht sein. Und wir haben noch einen Überraschungsfilm dabei, den wir eingeladen haben, der schon mal bei uns bitte lief, den wir aber gerne nochmal laufen lassen wollen, weil er einfach thematisch passt. Und die anderen Filme sind dann aber, ich sage jetzt mal, normale Kurzfilme, die eben nicht das Thema Horror haben. Aber ich fand es jetzt natürlich sehr passend, dass wir da okay, dann, einen dabei haben. Dann vielleicht nochmal zusammengefasst, falls er jetzt gerade erst eingeschaltet habt. Das hier ist und bitte On Air, also unser Radioableger des und bitte Kurzfilmpreises, dieses Jahr Open Air überdacht. Jetzt haben wir viel gehört von Filmen, die eingereicht wurden, worauf wir uns am 13.05. freuen können, wenn der Saisonauftakt ist. Und ich höre das jetzt und denke mir, Mensch, vielleicht wäre ich mit meinem Projekt da auch ganz gerne mal vorstellig geworden, würde meinen Film vielleicht auch gerne mal auf der großen Leinwand sehen. Habe ich da überhaupt noch die Möglichkeit? Also gibt es da überhaupt noch freie Plätze, Ressourcen, dass man meinen Film da noch zeigen kann? Also lohnt sich die Bewerbung? Und wenn ja, wie mache ich das? Das hast du dramaturgisch ganz wunderbar aufgebaut. Also besser hätte ich es ja jetzt gar nicht machen können, außer dass ich es jetzt auch nochmal mit meiner Ansage zerstört habe. Wir haben die Möglichkeit, es gibt noch die Möglichkeit, sich zu bewerben, aber nicht mehr für den 13. Der ist natürlich jetzt gesetzt. Der 13. wird Freitag, der 13. Mai, hat schon alle Filme besetzt. Aber wir haben eigentlich, also wir freuen uns noch über Bewerbungen. Wir haben eine ganze Menge Zusagen bzw. eine ganze Menge Bewerbungen schon, aber wir freuen uns weiterhin über Bewerbungen. Insgesamt, also wir haben jedes Mal neue Filme und wir wollen dann vor allen Dingen auch die bestmöglichen Filme für unser Publikum haben. Von daher, wer jetzt zu Hause sitzt und feststellt, ey, ich habe ja den Film, der lief noch nie bei und bitte, was kann der überhaupt noch laufen? Der ist ja vielleicht irgendwie schon aus dem letzten Jahr. Es gibt bei uns dieses, der Film muss brandneu sein, der muss irgendwie aus unserem, der muss gerade noch Premiere feiern. Das gibt's bei uns gar nicht, weil wir wollen gerne alle Filme feiern und es ist auch so, dass Filme, die aus der Region, aus Hannover, aus Umgebung von Hannover kommen, auch, ich sag mal, ein bisschen bevorzugt werden, weil wir eben auch die Hannover Filmszene ein bisschen feiern. Dementsprechend, wir haben Filme von außerhalb, das sind auch immer sehr gute Filme, aber wir haben eben auch so viele gute Filme aus Hannover, dass wir nicht mit der unglaublich krassen Konkurrenz von draußen den Filmemachern hier aus der Gegend die Chance nehmen wollen. Und dementsprechend kommt meistens, muss ich jetzt sagen, manchmal auch mehr, aber eigentlich kommt immer ein Film von außerhalb, dann aus Berlin, aus Ludwigsburg, aus München, aus Hamburg und so weiter. Also aus den Städten, wo halt Film studiert wird und dementsprechend viele Filme gemacht werden. Aber wir haben hier so tolle Filme, dass wir das halt unseren Fokus ein bisschen auf Hannover legen. Ne? Also zusammenfassend kann man da schon sagen, Bewerbungen aus dem ganzen Bundesgebiet sind möglich. Jetzt habe ich noch ein Projekt gefunden. Es kann der alte Abi-Film sein. Es kann mein erstes DV-Projekt überhaupt sein. Aber wie erreiche ich das und bitte Team? Wie kommt mein Kram dahin? Also schicke ich da den Graben? Jetzt muss ich doch mal ein bisschen einhängen, weil also den Abi-Film und den letzten Schrott solltet ihr bitte nicht einreichen. Das wäre mir lieb, wenn das schon gute Filme sind, weil wir müssen die auch alle gucken. Ne? Also das ist, wir sieben da schon sehr hart und wollen halt wirklich gute Qualität haben. Und wenn ihr schon selber nicht ganz sicher seid, ob der Film nicht so super ist, dann reicht ihn auch nicht ein. Wenn ihr wisst, dass ihr einen wirklich guten Film habt und das euch auch schon von vielen Leuten gesagt wurde, dann reicht ihn auf jeden Fall ein. Und dann ist auch die Qualität nicht wichtig im Sinne von der Technik. Also wichtig ist, das Wichtigste bei einem Film bei uns ist immer, immer, immer die Geschichte. Und wenn da jetzt mal der Ton ein bisschen ruckelt oder das Bild nicht so unglaublich geil, dann ist das nicht so schlimm, wenn er eben eine unglaublich gute Geschichte erzählt. Was aber nicht heißt, dass die Filme jetzt alle technisch schlecht sein müssen, weil wir gucken natürlich auch, dass die Leute da nicht im Sitz verschwinden vor lauter Qual, weil der Ton, das Bild so schlecht ist. Wie reicht man ein, war die Frage, ja. Die Frage ist ganz einfach beantwortet. mitmachen@undbitte-filmpreis.de ist die E-Mail-Adresse, an die ihr einfach euren Film-Link schickt, den ihr irgendwo hochgeladen habt, bei YouTube, Vimeo oder was ihr halt so nutzt. Passwort geschützt, wenn ihr wollt, damit ihn kein anderer sehen kann. Wir sollten ihn aber sehen können, deshalb brauchen wir auch das Passwort dann.
und gerne auch mal dazu schreiben, wie der entstanden ist, in welchem Rahmen und warum. Gerade wenn er nämlich technisch eher grenzwertig ist, macht es Sinn, dass wir wissen, warum der wie entstanden ist, um dann so einen gewissen Rahmen, und dann wird da, können wir das dem Publikum auch erklären und dann verzeihen die das auch. Aber ich musste, das war mir, das hat mich jetzt, hat mich fast geschmerzt, als du gerade gesagt hast, sie sollen hier einen Abi-Film machen. Also so weit wollten wir jetzt nicht gehen. Du weißt es, vielleicht ist es ein schöner Abi-Film mit viel Herz und Leidenschaft gemacht, das weiß man nicht. Auf jeden Fall sind das schöne Projekte, die wir da auf jeden Fall fördern würden. Und ihr könnt jetzt einfach mal nachschauen, ob ihr irgendwo noch so ein schönes Filmprojekt findet. Wir spielen ein bisschen Musik von euch. Ich habe noch was mitgebracht. Wild Thing aus dem Film Uncle Buck. Danke euch und bitte. Let's do it. Ihr hört Radio Leineherz 106.5. Ihr hört Leineherz 106.5, die und bitte On-Air-Show. Und gerade habt ihr einen Filmsong aus dem Film Fabelhafte Welt der Amelie gehört, Les Jours Tristes. Ich glaube, der ist von Jan van Thiersen, ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist korrekt. Auf jeden Fall möchte ich mich für den Stilbruch entschuldigen. Wir haben ja hier eine gewisse Auswahl an Filmsongs und ja, jetzt haben wir zwei sehr unterschiedliche Songs hintereinander gehängt, aber das war nicht auszumachen, weil wir einfach beide Songs mitgebracht haben und ich wollte diesen Song und der Waldorf wollte den anderen Song. Dementsprechend hat euch das vielleicht ein bisschen erschrocken, aber ihr werdet es uns verzeihen. Sind ja auch schöne und bekannte Lieder, und während sich Mott noch über den Stilbruch Gedanken macht, ist hier an meiner Seite jetzt mittlerweile unser Edelhelfer, auch Praktikant, das kann euch aber alles selber erzählen. Herzlich willkommen, Ivan, grüß dich. Grüß dich. Hi, Ivan, erzähl doch bitte kurz, wer bist du und wie bist du zum Und Bitte Filmpreis dazu gekommen? Oh, also ich studiere Mediendesign, da haben wir eben viel mit Film zu tun, und ich mache Praktikum bei Motte, bei Gorilla Medien. Ja? Ja, und wir veranstalten dadurch eben das Und-Bitte-Festival, und er hat mich gefragt, ob ich da mitmachen will, und konnte mich sehr gut überzeugen, das macht auch richtig Spaß. Ja. Hat es denn da viel Überzeugung bedarf, oder hast du gleich gemerkt, das ist ein Top-Projekt, da möchtest du gerne irgendwie wirkend, also unterstützend tätig werden? Na, Film ist sowieso mein Ding, und ja. Eigentlich, ich kannte das auch schon vom Namen her, und das hat mich nicht überrascht, also ich, habe ich gern mitgemacht. Ja, jetzt hast du Und Bitte, also dem Filmpreis, auch schon deinen ganz individuellen Stempel aufgedrückt, denn soweit ich weiß, hast du unsere komplette CI neu gemacht. Möchtest du dazu mal was sagen? Oh, dazu kann man sehr viel sagen, aber ja, also ich dachte einfach, neues Jahr, neues Design, und das habe ich dann so ein bisschen durchgezogen, und das sieht dann etwas frischer. Hast du da durchgezogen? Also erwähne das mal kurz. Ich habe gehört, die Plakate hast du gemacht, das Riechende, die Visitenkarten. Einfach, erzähl mal kurz so an ein, zwei Beispielen vielleicht, damit unsere Zuhörer sich das auch vorstellen können. Ja, es gibt ja Stempelkarten, die man nutzen kann. Wir haben ein riesiges Plakat, wir haben Poster, alles Mögliche und alles eben im selben Stil. Das ist ein bisschen, weil wir im Weidendamm sind, so ein bisschen roughy, aber gleichzeitig wollte ich so ein bisschen so dieses typische, da sollte noch ein bisschen dieser Glanz mit drin sein, der Frische, und deswegen... Das ist dir auf jeden Fall gelungen, und du hast dem Ganzen ja auch noch deine ganz persönliche Note da gleich noch mitgeben können, was wunderbar harmoniert. Also es freut mich sehr. Es freut mich auch sehr, dass du im Team bist. Du bist auf jeden Fall eine riesen Unterstützung und auch Verstärkung für das Team. Und ja, Ivan, auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du da bist, und bleib uns treu. Und wie stellst du dir die Saison für dich vor? Also was wäre so dein Highlight? Oh, also ich, am liebsten Filme gucken, und das trifft sich gut. Okay. Super, Ivan, vielen Dank dir. Ich freue mich auf eine tolle Saison mit dir, ja? Ja, gerne. Super. Und ja, dann Waldorf, jetzt muss ich dich aber mal unterbrechen, weil du bist ja auch ein sehr wichtiger Teil des Und-Bitte-Filmteams, vor allen Dingen auch jetzt mittlerweile neben mir, der, ich sag mal, Stammälteste oder Dienstälteste nach mir. Wer bist du eigentlich? Was machst du so nebenbei, außer dass du hier die Show schmeißt gerade so ein bisschen mit mir? Was machst du so außer Und-Bitte? Ich probiere das mal kurz zusammenzufassen, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich bin 2006 über unseren gemeinschaftlichen oder gemeinsamen Freund und
Rechtsanwalt des Vertrauens, Markus Werner, zu Und Bitte gekommen, hat mich damals als externe um eine Medienkooperation zwischen der damals Seite, kann man sagen, ne, yournightlife.de und Bitte gekümmert, bin da dir auch das erste Mal über den Weg gelaufen, im Cinemax schon, es war auch alles sehr eindrucksvoll, also da war dieser, ich sag mal, ja, der Keller-Mief, kann man vorsichtig sagen, aus dem Schwander, der war da schon weg. Das war schon ganz großes Kino, wirklich, was da gelaufen ist. Und bin ja Fan der ersten Stunde, also von Und Bitte und dementsprechend auch von dir und Woldi natürlich, weil es euer Baby. Ansonsten, ja, wenn ich nicht bei Und Bitte bin, studiere ich Politikwissenschaften hier in Hannover. Und dachte mir, na gut, warum nicht? Es ist interessant, ich bin so viele Jahre dabei und es ist einfach schön zu sehen, wie es wächst, wie das Team sich ja weiterentwickelt wächst, wie Leute auf jeden Fall sich auch durchwechseln, aber auch einfach bleiben. Und es ist schön, was du vorhin auch schon sagtest, da einfach ja ein gewisses Stammpublikum wiederzuerkennen, aber auch einfach ein Kernteam zu haben, die immer wieder oder wie alle Beteiligten mit ja, Leib und Seele und viel Leidenschaft einfach dabei sind. Jetzt sind wir ja nicht nur zu dritt, wir haben ja noch andere Teampartner, die konnten heute nicht, das ist sehr schade, aber das sieht man eben auch, dass Und Bitte halt einfach ein sehr aufwendiges Hobby von uns ist. Ich meine, keiner von uns verdient damit Geld, sondern es ist einfach so, dass wir das machen, weil wir da sehr viel Spaß dran haben und die Filmszene aus Hannover pushen wollen. Und der Hüseyin Erhan, der hatte heute noch einen Job zu erledigen, den Film, mit dem er Geld verdient. Der hat mit seiner Medienagentur gerade irgendwas für Jägermeister gemacht. Und die Caro Nax, die auch neu zum Team dazu gestoßen ist, hat gerade noch an ihrem letzten Studienprojekt, was irgendwie morgen Abgabe hat. Ja, das hat viel sie, Erfolg an der Stelle, Caro. Ja, viel Erfolg, dass du das auch Caro. Wir hoffen, dass du das alles hinkriegst. Und die ist jetzt mitten in der Abgabe und hat einfach gesagt, Leute, ich schaffe es nicht, ich kann nicht. Das müsst ihr leider alleine machen. Und auf jeden Fall hier Gruß an beide, dass wir... Vielen Dank auch für euren Support an der Stelle und den tollen und sauberen Webauftritt. Caro, ganz dicke Props nochmal an dich. Genau, und die beiden würde ich natürlich auch gerne mal fragen, warum macht ihr das eigentlich? Weil letztlich ist es ein bisschen Selbstausbeutung, aber es macht sehr viel Spaß und ich persönlich freue mich unglaublich auf die Veranstaltung am 13., Freitag, den 13. Mai. Ich erwähne es ja auch nochmal. Kommt alle vorbei, es wird auf jeden Fall ein Riesenspaß. Ja, ne? Also, an der Stelle vielleicht nochmal, also Caro und Hüsi, wenn ihr uns gerade zuhört, ihr könnt natürlich wie alle auch gerne auf unserer Facebook-Seite einfach unter unseren Post kurz schreiben, was ihr ja, da ist auch schon eine Menge gekommen. Ich bin total froh. Also all diese Fragen und Anregungen, die da kamen, ich bin geflasht. Das Geschäft ein wenig. Ja, genau. Na, es ist, wir haben es euch angeboten. Nächstes Mal könnt ihr es auch wahrnehmen. Ja, wo wir gerade beim nächsten Mal sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe, steht noch gar kein Sendetermin. Nein, es steht kein Sendetermin. Wir haben darüber gesprochen und das ist jetzt erstmal, ist jetzt ein Pilot. Wir haben das mal jetzt gemacht und wir hoffen, es hat euch ein bisschen unterhalten. Man merkt, wir sind keine Moderatoren, die das jeden Tag machen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns den einen oder anderen Aussetzer. Auf jeden Fall haben wir eine Menge Spaß gehabt hier. Und wenn ihr Fragen zum Bitte-Filmpreis habt, dann einfach auch da eine Mail an mitmachen@undbitte-filmpreis.de. Aber ihr könnt uns auch über Facebook kontaktieren. Und schön wäre natürlich einfach, wenn ihr am 13.05. vorbeikommt, euch ein eigenes Bild macht. Plätze sollten reichlich vorhanden sein. Es gibt auch eine ganz wunderbare Bonuskarte, wo man sich dann sogar den Eintritt beim Finale sparen kann, wenn man uns... Wenn man viermal vorbeigekommen ist, kriegt man wie bei Starbucks oder Balzac oder wie die alle heißen. Ich muss ja nennen, genau, oder wie beim Friseur Cut Club, kriegt man einfach einen Stempel und nach dem vierten Stempel kriegt man das Finale kostenlos. Das machen wir aber vor allem, weil wir halt wirklich tolle Stammgäste haben, die immer wieder kommen, die wollen wir damit belohnen und natürlich die neuen Stammgäste auch und dementsprechend gibt es jetzt diese Stempelkarte, auf die wir unsere Stempel setzen. Wenn ihr aber nicht nur Film interessiert seid, sondern auch sagt, Mensch, so ein Projekt wie der Filmpreis namens Und Bitte, das interessiert mich, wie läuft das, kann ich da mal hinter die Kulissen schauen, kann ich da vielleicht sogar mitwirken, auch da mitmachen@undbitte-filmpreis.de, schreibt uns, was ihr könnt, was ihr wollt und wir freuen uns natürlich immer über Zuschriften und ja, natürlich steht einer Teamerweiterung auch selten was im Weg. Nee, es ist ja auch wichtig, man muss halt wissen, die meisten Leute passen zu uns, sage ich mal, weil wer sich für sowas interessiert und da mithelfen will, der hat schon die richtige Einstellung.
Ausstellung, sage ich mal. Und wir sind da sehr offen. Wir haben ein gutes Team, sage ich mal, aber wir sind immer offen für Leute, die uns da unterstützen wollen, weil es ist eben Non-Profit und dementsprechend freuen wir uns da über jede Unterstützung. Ja, und damit können wir die Sendung auch beschließen. Wir hätten noch ganz viel über unsere Filme zu sprechen, aber ich hoffe, dass wir noch demnächst mal wieder zu euch sprechen und ein bisschen was erzählen über und bitte, über Filme aus Hannover, über Filmdreharbeiten hier aus Hannover. Es wird ja doch mehr gedreht, als man denkt. Und gerade erst der NDR Riesenproduktion auch in Linden gedreht? Ja, das war eine der Nordlichter Produktionen. Ich weiß gar nicht, wie der Film heißt, muss ich zugeben, aber da sind ja einige gelaufen. Da gibt es kontroverse Diskussionen, die man da vielleicht sogar mit den richtigen Leuten drüber führen könnte. Das wäre ganz interessant. Tolle Filmprojekte, aber es gibt auf jeden Fall über die Entstehung, kann man bestimmt mal mit dem einen oder anderen Produzenten oder hier Gewerkschafter oder ähnliches, kann man mal sprechen. Das wird interessant. Demnächst hoffentlich mehr von und bitte on air. Mal gucken, ob die Sendung dann noch so heißt. Aber auf jeden Fall kommen wir wieder und erzählen euch ein bisschen was über Film und Dreharbeiten und Filmmusik und vor allem aus Hannover, um Hannover und wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir haben noch einen Song mitgebracht. Genau, alles aus eurer Region. Schließen möchten wir heute gerne. Also erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt dran, wir bleiben auch dran für euch. Harder Than You Think gibt's jetzt für euch von Public Enemy aus dem Film Die Vier Brüder. Vielen Dank, einen schönen Sonntag. Ihr hört Leineherz 106.5 und bitte. Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. Ihr hört Radio Leineherz 106.5.